Kommune. Okay, wir haben wieder Mittwoch und somit gibt es wieder einen Mittwoch. Schweißgeruch ist einer der unangenehmsten Gerüche überhaupt. Jedenfalls für mich. Nun sollte man ja meinen, dass bei regelmäßiger Körperhygiene und der Verwendung eines Deodorants seines Vertrauens dieses Problem eigentlich keines sein sollte. Naja, vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Menschen viel mehr stinken als jemals zuvor. Okay, es war Sommer. Da schwitzt man halt mehr. Nee, das hat damit aber gar nichts zu tun, sage ich euch. Ich habe mich also mal eingehender damit beschäftigt und herausgefunden, dass der Mensch auch ohne größere körperliche Anstrengung oder hohe Umgebungstemperatur zwischen 100 und 200 Milliliter Schweiß pro Tag produziert. Füllt mal 200 Milliliter Wasser in einen Messbecher. Das ist echt nicht wenig. Sorry, das ist eine seriöse Sendung hier. Schweiß besteht zu 99% aus Wasser. Weitere Bestandteile sind Elektrolyte und Laktat. Daneben enthält der Schweiß eine Reihe von anderen, meist flüchtigen Bestandteilen, unter anderem kurzkettige Carbonsäuren. Das sind sowas wie Ameisensäure, Buttersäure und Hexansäure. Außerdem noch Harnstoff, Harnsäure, Bicarbonat und Cholesterin. Oh, ist ja ekelhaft. Unser Körper nutzt Schweiß für die Thermoregulation. Das bedeutet, dass wir durch das Schwitzen schlicht und ergreifend uns selbst runterkühlen. Kommen wir aber nun zum ausschlaggebenden Punkt. Denn ich weiß nämlich, warum ihr alle stinkt und ich nicht. Schweiß selbst ist übrigens nahezu geruchslos. Allerdings werden die langkettigen Fettsäuren zu kleinen Molekülen wie Ameisensäure oder Buttersäure abgebaut. Und dies sorgt für den Schweißgestank. Vor einiger Zeit ging ein regelrechter Urknall durch die Deo-Regale in den Drogeriemärkten, denn das allseits beliebte Deo sollte auf einen Schlag ganz schädlich sein. Unverzüglich wurden alle bösen Deos durch Produkte ohne Aluminiumsalze ersetzt. Böses, böses, böses Deo. Es hieß, diese Salze verstopfen die Poren. Im Übrigen kommen diese Salze nur in Antitranspirantien vor. Nicht im eigentlichen Deo. Aber der war alle gerne verallgemeinern, wissen wir sicherlich, was ich meine. Ich habe wirklich viele Produkte ausprobiert. Sehr viele. Und am Ende wusste ich nur eines, dass ich mich selbst nicht mehr riechen konnte. Ich persönlich empfand es sowohl als peinlich und unangenehm, meinem Gegenüber so zu muffen, als auch ich selbst bekam fast einen Brechreiz. Es kann ja nicht sein, dass mir erzählt wird, dass Aludeos gefährlich sind, ich aber bei einem Spray ohne Aluminiumsalze, kein Joke, ich habe nachgezählt, 8-mal am Tag nachlegen muss, damit ich einigermaßen sicher sein kann. Das ist einfach ekelhaft. Ich habe mich schon nicht mehr unter Leute getraut, jetzt ohne Witz. Ich dachte erst, ich hätte irgendwelche Hormonschwankungen, meine Ernährung wäre falsch oder was weiß ich, der Geier, am Arsch die Heide. Das war es einfach nicht. Also mal ganz kurz. War das jetzt eine groß angelegte Verkaufsstudie, wie schnell man Deos verkaufen kann? Ich meine, der Umsatz muss ja verachtfacht haben, wenn jeder so oft nachsprühen musste wie ich. Okay. Aluminiumsalze werden auf den Produkten mit Aluminiumhydrochlorid oder Aluminiumchlorohydrate beschrieben. Wundert euch nicht, ich brauchte 20 Anläufe, um diese Wörter auszusprechen. Auf die Haut aufgebracht, verengt Aluminiumchloridhexahydrat durch Wasserentzug und teilweise Denaturierung von Proteinen der Hautzellen die Poren und vermindert so die Schweißbildung. Und wer braucht jetzt eigentlich kühlenden Schweiß unter den Achseln? Ich bin so gerne frisch unterm Arm, ich bin ein Vogel! Und nach der großen Aludeo-Hysterie kamen dann Wissenschaftler im Juli 2020 um die Ecke und erklärten, dass das jetzt doch nicht ganz so sei, wie erst angenommen. Es wird doch weniger über die Haut aufgenommen als gedacht. Wahrscheinlich hat es den Wissenschaftlern selbst in ihrer Bumsbude, dem stickigen Labor, so gestunken. Na sowas! Und schwupps, kommen die Aludeos wieder in die Regale. Was ist denn jetzt aber nun wirklich wahr? Darauf kann ich euch auch keine Antwort geben. Ich kann euch aber jetzt sagen, warum ich nicht mehr stinke. Ich rannte direkt los und holte mir ein Produkt meines Vertrauens mit dem Alu-Zeugs drin für 85 Cent. Tja, was soll ich sagen? Seitdem reicht morgens nach dem Duschen eine Portion unter die Axels und das war's. Selbst nach dem Sport stinke ich nicht. Jetzt wisst ihr es. Wenn ihr an euch das gleiche Phänomen bemerkt habt, dann kann ich euch eben nur aus meiner Erfahrung das hier mit auf den Weg geben. Ohne Alu stinky stinky und bis zu 8-mal nachsprühen. Mit Alu, feine Sache, duftig und frisch.
Danke fürs Zuschauen. Empfehlt den Kanal gerne weiter, sonst krepiere ich hier noch. Und dann bis nächsten Mittwoch. Tschüss! Auf die Haut aufgebracht verengen Aluminiumchlorid-Hexahydrat durch Wasserentzug und teilweise Denaturierung von Proteinen und what?